Das Projekt Fußabdruckverbesserer ist ein Quiz, um herauszufinden, wie viel CO2 man selbst produziert. In dem Team waren Hanna, Nele, Linus, Adrian und Sascha. Bitte schön. Hallo, erstmal, wir stellen euch jetzt den Fußabdruckverbesserer vor, den wir an diesem Wochenende programmiert haben. An sich ist das ein Quiz basierend auf einer Website, wo wir durch Fragen in vier verschiedenen Themen herausgefunden haben, wie viel CO2 man eigentlich verbraucht. Das haben wir in dem gemacht, indem wir die Fragen halt in vier verschiedenen Themen gemacht haben. Und dann haben wir halt die Fragen in Nahrung, Konsum, Wohnen und noch eine andere, die mir gerade nicht einfällt, gemacht. Haustiere, genau. Und damit haben wir dann herausgefunden, wie viel Tonnen an CO2 man dann eigentlich insgesamt verbraucht. Ja, die Umsetzung erfolgt über eine Webseite, wobei ich das Website-Design übernommen habe. Das Ganze ist gemacht mit CSS und HTML und ja, wir haben uns auf ein eher minimalistisches Design geeinigt, damit man eben nicht abgelenkt wird und sich immer auf die Fragen konzentrieren kann. Genau. Ich habe mich mit dem JavaScript beschäftigt, denn die Website braucht natürlich Fragen und Antworten. Diese Fragen und Antworten bekommt die Webseite von einem Backend-Server und das JavaScript kommuniziert dann mit diesem Backend-Server und trägt diese Fragen und Antworten dynamisch ein. Ich kann das Ganze mal demonstrieren und beantworte jetzt mal wahrheitsgemäß diese Frage. Wenn ich jetzt auf nächste Frage drücke, dann trägt er jetzt im Endeffekt, also das JavaScript, eine neue Frage ein und generiert neue Antworten. Und das kann man dann jetzt so lange weiterführen, bis alle Fragen beantwortet wurden. Ja, und für die Kommunikation zwischen der Website und dem Backend-Server haben wir REST-API genutzt. Jetzt wird das Quiz einmal demonstriert. Wir haben, um die Website mit Informationen, mit den Daten zu füttern, haben wir ein Modul in Python programmiert, was mit der Website über eine Erweiterung namens Flask kommuniziert. Und hier sieht man jetzt, was uns besonders wichtig war, dass es konkrete Ideen gibt, wie man den Fußabdruck verbessern kann und halt die Tonnen und so. Und da haben wir ja noch was Kleines, also die Jungs hier noch eingebaut, was natürlich sehr wichtig ist, wenn man bei Jugend hackt ist. Alpakas. Ja, vielen Dank. Ein Projekt, was super zu dem Motto von Jugend hackt passt. Und ich möchte euch auch bitten, einmal rüber zu Matthias zu gehen. Ja, wunderbare Sache. Wir haben alle herausgefunden, Alpaka ist immer die richtige Antwort. Kommt euch noch ein bisschen näher zwischen den Linien. Und ja, auf jeden Fall tolle Sache. Das fällt ja so in dieses Bereich Serious Games, also wirklich schwerwiegende Inhalte spielerisch vermitteln. Wie sind euch denn so euer Fragenkatalog? Wie seid ihr denn darauf gekommen? Eigene Ideen? Hattet ihr irgendeine Quelle, wie ihr euch die Fragen ausdenkt? Also erstmal Recherche im Internet. Also auch erstmal gucken im Alltag, was verbraucht man wo. Und dann, wie gesagt, recherchieren die Werte dazu. Und dann haben wir diese verschiedenen Fragen. Es kommt am Ende irgendein Ergebnis raus. Ich habe gerade 12,99 gesehen. Was ist denn so ein Idealwert? Was sollten wir denn alle verbrauchen? Also damit wir nachhaltig leben, müssten wir eigentlich 2 Tonnen pro Jahr, glaube ich, verbrauchen. Aber in Deutschland ist der Durchschnitt ungefähr 11 Tonnen. Also Deutschland sieht nicht so gut aus. Naja, wir verbrauchen die Welt immer schneller, als das Jahr zu Ende ist. Und Technik habt ihr euch hier entschieden. Ihr habt ja eine ganze Serverinfrastruktur aufgebaut mit einer REST-API, die es verbindet. Hattet ihr schon Vorerfahrungen oder war es für euch alles Neuland gewesen? Ja, wir hatten wenig Vorerfahrung, also es war wahrscheinlich eher Neuland.
Auch gut, aber so lernt man hier viel. Deswegen danke auf jeden Fall für eure Eindrücke zu eurem Projekt und damit nochmal einen Applaus.